ihr Lieben, herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration. Ich bin's Kati und ich habe hier jede Menge Nagellack. Das ist unser Nagellack hier aus dem Studio und auch jede Menge Nagellack, den wir von euch bekommen haben in der Fanpost. Außerdem habe ich hier ein Glas. Das habe ich für 3,49 Euro, also ungefähr 3,50 Euro gekauft. So Gläser gibt es zum Beispiel bei IKEA oder beim Marktkauf oder bei Real, so in den Abteilungen, wo es dann so Haushaltswaren gibt. Bei IKEA natürlich beim Geschirr. Und da ist ein Drehdeckel drauf. Und da kann man natürlich super schön Bonbons oder so reintun. Oder ich habe mir überlegt, ich werde da heute Nagellack reintun. Ich werde da jetzt vor allem so die schönen rosa, türkis, Pastellfarben reinlegen. Und das soll dann aussehen wie ein buntes Bonbonglas. Und wenn man Nagellack braucht, dann kann man da einfach reingreifen und sich den rausholen. Und gleichzeitig finde ich, ist das eine super schöne Deko für unser Studio. Und ja, deswegen habe ich mir das so überlegt. Ist natürlich auch relativ günstig, wenn man sowas dann schön dekorieren möchte, mit so einem Glas und mit Nagellack. Nagellack hat man vielleicht sowieso schon da eine Sammlung und möchte das Ganze dann einfach in so ein schönes Glas rein dekorieren und hat dann direkt etwas, was man sich hinstellen kann, wo man einen guten Überblick hat und dann die Nagellacke sieht. Wenn man ganz viel Nagellack hat, kann man natürlich auch mehrere Bonbongläser nebeneinander stellen und die vielleicht ein bisschen nach Farben sortieren. Also da hat man wirklich schöne Möglichkeiten, eine Mischung aus Deko und Aufbewahrung zu haben. Das Glas ist schon voll. Und dann kann man den Deckel wieder drauf drehen. Das Einzige, was mir jetzt nicht so gut gefällt, ist, dass dieser Deckel so rot ist. Ich finde, das passt überhaupt nicht zu den restlichen Farben. Deswegen habe ich mir jetzt noch überlegt, dass ich diesen Deckel jetzt noch farblich verändere. Und dafür werde ich so ein Farbspray benutzen. Silberglänzend Chrom-Effekt-Spray. Das ist ein Bastelspray und das muss man auf jeden Fall dann draußen machen, weil man so etwas ja immer nicht so gut auf dem Basteltisch machen kann. Das stinkt immer total. Deswegen, ich werde mir jetzt eine Zeitung drunter legen und das einfach von allen Seiten gut mit diesem Spray ansprühen. Hier steht auch drauf, dass das auch für Kunststoff geeignet ist. Also da solltet ihr auf jeden Fall vorher einmal schauen, ob euer Spray, wenn ihr so eins habt, auch für Kunststoff geeignet ist. Und wenig später ist der Deckel silber. Ich habe einfach aus so ungefähr 20 bis 30 cm Entfernung hier drauf gesprüht und dann das Ganze trocknen lassen. Von hinten ist der immer noch rot, aber ich dachte, das sieht man ja nicht so. Ich male den erstmal nur von außen an. Den drehe ich jetzt hier wieder drauf. Und damit das Ganze noch ein bisschen schöner und dekorativer aussieht, habe ich jetzt noch so eine Schleife. Die ist weiß mit kleinen silberfarbenen Herzen. Die werde ich hier jetzt noch so drum binden. Und die Enden schneide ich jetzt noch so schräg. Und dann ist meine Dekoration auch schon fertig. Das werde ich jetzt einfach irgendwo hinstellen, auf meinen Schrank oder ins Regal. Und da habe ich dann alle Nagellacke auf einen Blick, also alle, die so rosa, lila und türkis sind. Die anderen, das sind eher so die dunklen Winternagellacke mit Gold und dunkelrot. Die habe ich jetzt noch in einer anderen Kiste. Und ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und mich würde mal interessieren, wie ihr die Idee findet, so ein Bonbonglas zu nehmen, ein Süßigkeitenglas und da so die Nagellacke reinzusortieren. Ich finde es total niedlich und mir gefällt das total gut. Also ja, wenn es euch auch so gut gefällt wie mir, lasst mir einen Daumen nach oben da. Sonst schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!